Hallo und herzlich willkommen zurück und ja, auch zur letzten Folge zurück, denn das hier ist die letzte Folge von Eratus Lord of the Dead. Wir haben ein Kurz-Let's Play gemacht. Ich habe euch 15 Folgen lang gezeigt, was dieses Spiel kann. Das sind ungefähr 7,5 Stunden. Kann das sein? Na, ja, klingt so, ne? Ja, ich habe eine Menge Spaß gehabt beim Spielen tatsächlich und ich kann euch dieses Spiel nur sehr, sehr wärmstens empfehlen. Es ist an einigen Stellen etwas laut, das ist, gebe ich wohl zu, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Heute werden wir mal den Final Boss legen und wir haben soweit alles schon ausgebaut, letzte Folge. Wir haben uns völlig die besten Charaktere, die wir gelevelt haben, rausgesucht und jetzt geht es hier quasi auch zum Bosskampf. Ich bin sehr gespannt, was ist denn das eigentlich alles? Irgendwelche Maschinen? Burg. Na gut, wir werden das schon hinkriegen. Ich bin gespannt. Wir können ja sowieso nichts anderes tun. Als einer der Initiatoren der Bergbauunternehmung unterhalb der Menschenfeste trägt er eine Mitschuld an der Befreiung von Eratus aus dessen ewigem Gefängnis. Nicht, dass es jemand wagen würde, ihm diesen kleinen Fauxpas vorzuwerfen, denn der brillante Verstand des Tüftlers ist unerlässlich für die Pläne der Alchemistengilde. Niemand außer ihm ist in der Lage, die genaue Explosionskraft zu berechnen, die nötig ist, um einen Tunnel zu sprengen, ohne dass die Decke einstürzt. Doch nun, da er seinen eigenen geschäftlichen Belange gefährdet sieht, widmet er sich kriegerischen Aufgaben. Auf ins Gefecht! Heute ist der 30. Entschuldigung, bitte. Was war das denn? What the heck? Universalturm. Die machen keinen Schaden. Was machen die denn? Der macht Schaden. Ja, was soll ich sagen? Also, heute ist theoretisch der 30.12., wenn ihr das hier seht. Ich wünsche euch erstmal einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, also 2024. Hören und sehen wir uns dann wieder. Beziehungsweise, es wird ja morgen am 31.12. auch noch was geben an Videos. Und auch am 1.1. und so weiter. Ja, da vielleicht mache ich auch am 1.1. einen Ruhetag. Könnte man mal überlegen. Na gut, ich wollte nur sagen, macht euch eine gute Zeit. Und ich danke allen, die bisher dabei waren. Nicht nur bei diesem Let's Play, sondern auch bei allen anderen Dingen. Und speziell nochmal für dieses Spiel, falls ihr wirklich Bock habt, hiervon mehr zu sehen, dann schreibt das doch. Schreibt das doch einfach mal in die Comments. Dann können wir nämlich darüber nachdenken, ob wir das tatsächlich machen, dass wir noch mehr Spiele hier spielen. Also, dass wir hier weiterspielen. Ja. Nur gut. Wir gucken mal. Der Tüftler, wir müssen ihn erledigen. Der hat... Okay, what? What? 999 alles? What the fuck? 999 Resonanz von allem. Magischen Stress, Schaden, alles. What? Okay, wie können wir den denn erledigen? Gar nicht, oder? Also physischen Schaden können wir ihm nicht machen. Pass mal auf, was ist das denn hier? Verschwindet am Ende des Gefechts. Vielleicht müssen wir die hier erledigen, um ihm erstmal die Resonanzen zu nehmen. Was haltet ihr denn von der Idee? Bewirkt magischen Schaden 35. Pass auf, dann machen wir doch mal das hier drauf. Daraus mache ich vielleicht ein neues Möbelstück. Ah ja, jetzt wird ein Schuh draus. Aber krass, wie sollen wir ihm denn... Also wir müssen ihn über die Türme erledigen. Alles klar, dann machen wir das mal. Aber er muss jetzt auch gleich mal Türme zaubern, sonst ist doof. Sonst ist doof. Wir können nur physischen Schaden machen, ne? Deine Geburt war dein erster Fehler. So. 100 Schaden. Sich mir in den Weg zu stellen. Dein letzter. Ja, jetzt können wir tatsächlich mal versuchen, Schaden zu machen, aber das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Hä? Doch, das gelingt, aber wieso hat er denn 999... Also steht jetzt aber keiner, oder? Mal gucken, was man macht, wenn er gleich dran ist. Wir werden... seinen Schaden uns gegenüber erstmal minimieren. Mal gucken, was er macht. Okay, aber der Tüftler, also sorry, aber der ist ja gar nicht schwer, oder?
gar nicht schwer. Okay, pass auf, dann machen wir den jetzt mal weg und zwar mit... Wollen wir es einmal versuchen? Wir versuchen es einmal. Ah ja, alles klar. Okay, verstehe. Dann machen wir mal das hier. Hervorragend. Der Wolf macht mal Schaden von hinten, beziehungsweise, warte mal, wir machen mal... Den machen wir weg, der macht 35. Tanz! Beweg deine sterblichen Beine! Ja, beweg deinen Arsch. Okay, wir machen, was wir wollten, wir machen ihn weg. Stück für Stück erlischt das Leben dieser Welt. Ehrlich gesagt finde ich es jetzt nicht so schwierig, weil das würde ja eigentlich nur bedeuten, wir müssen nur gucken. Ja, wir können mit der keinen Schaden machen, das ist das Problem. Der repariert den. Okay. Magischer Schutz, gar kein Problem für uns. Der hat den geheilt, aber irgendwie auch nicht, ne? Müsste der jetzt nicht schon tot sein? Asche zu Asche. Staub zu Staub. Ja, easy. Wischt die Reste auf. Also, hä? Kein Grün soll sich aus diesem Dünger erheben. Okay. Was haben wir hier? Mimir. Nach einem Sieg erhalten alle überlebenden Lakaien zusätzlich 50% der XP. Kann nur einmal benutzt werden. Ja, das hatten wir ja schon mal so ähnlich. Hier haben wir nochmal ein Phantomgewand. Okay, das war jetzt aber richtig billo, oder? Jetzt mal ernsthaft. Was haben wir hier? Ein Schädel mit Grün. Alle Feinde verlieren bis Gefechtsende 4. Säureglas, Rüstungs, Widerstand, alles klar. Also, ich weiß ja nicht, das war ja richtig, richtig billo. Nachdem die Zwerge sich den untoten Truppen geschlagen geben mussten, verbreitete sich die Nachricht von Eratos Triumphzug wie ein Lauffeuer. Die Menschen gerieten langsam in Panik und versprachen all jenen gutes Geld, die ihnen den Kopf des großen Nekromanten auf dem Silbertablett liefern. Noch während die Zwerge ihre letzten Schlachten schlugen, wurden daher hastige Baracken errichtet, in denen Söldnerheere aus Schurken, Magiern, Rittern und Elfen Platz finden. Sie alle sind dem Ruf des Goldes gefolgt und ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. Am Ende sind auch sie nur unbedarfte Lämmer, die auf der Schlachtbank enden werden. Na, easy. Jetzt sind wir wo hier? Bei der Söldnerkaserne. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen Söldner. Das ist ja alles sehr linear hier angeordnet und am Ende gibt es wieder einen Boss. Also ich bin erschrocken quasi. Das war ja wirklich gar nichts jetzt. Das war ja noch nicht mal spannend. Also es war nicht mal knifflig und nix. Oh, noch ein Achievement. Schalte den Kopfjäger frei. So, den haben wir jetzt. Und den bauen wir auch gleich mal. Man könnte sagen, er ist eher der starke, stille Typ. Ja, weil er einfach die Klappe halten muss, weil er keinen Kopf hat. So, der macht physischen Angriff, greift zwei zufällige Feinde an und bewirkt bei jedem von ihnen 80% Schaden. Wirkt bei einem zufälligen Feind 100 Schaden und zieht ihn auf Position 1. Stressangriff kann er auch ordentlich. Ja, und dann kommen so Verschiebedinger. Physischer Angriff wirkt bei jedem Ziel 60% Schaden. Also schlecht ist der jetzt nicht. Wenn wir ihn nochmal gucken. Ja, wir müssen ihn aber opfern für irgendwas. Irgendwo kam er rein, ne? Hier kommt er rein zum Beispiel, um noch mehr Zorn zu generieren. Kadums. Hier nicht. Hier könnten wir ihn reinstecken.
abdecken, um noch mehr Leute XP zu generieren. Das finde ich fast noch besser. Hier kommt wer rein, die Vampirin. Und hier kommt wer rein, hier kommt ein Schatten rein, okay. Hier auch nochmal ein Schatten. Hier könnten wir auch, achso, das mit dem Zorn hatten wir ja schon, ja. Ja, dann würde ich ihn fast hier, hier reinsetzen. Einfach nur damit wir es haben. Echte Knochenarbeit. Aber echt mal. Okay, warte mal, wenn wir schon hier sind, dann können wir ihn reinsetzen und sie da reinbringen. Also hier gibt es halt so ein paar Verlorene, sie zum Beispiel hier, ne? Sie ist einfach echt verloren. Hier die Braut des Seratus, weil sie halt, ja, sie hat halt schöne Sachen hier, aber ja, ist halt irgendwie blöd. Also wir machen mal noch so ein Ding. Können wir noch einen herstellen? Ja, ne? Mal ganz kurz gucken, ob wir die auch besser herstellen können. Ja, tatsächlich. Könnten wir da auch 3 schon richtig krass verbessern? Ja, vielleicht warten wir da ein kleines Momentchen mal mit. So, wir gucken mal. Wir haben hier noch ein paar Sachen zu machen. Zum Beispiel können wir diese Bombe werfen. Physischer Angriff, bewegt er sich einen nach hinten, aber 200%. Könnte alle angreifen. Ja, er müsste sich halt einen nach hinten bewegen, das müsste gehen. 200%. Was ist denn hier der Vorteil? Nix. Stressangriff bewirkt. Das Ziel verliert für 2 Runden lang Glück, Präzision und Ausweichen. Irk. Nee, dann würde ich das hier nehmen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Zurück in die Schlacht mit dir! Auch wenn wir da einfach nochmal 2 magischen Schaden-Dings kriegen. Ihr wisst schon. Resistenz, wollte ich sagen. Lass mich nochmal ganz kurz gucken mit dem Kopflosen. Wie viel HP hat er denn? Und er hat schon 9 Ausweichen. Ausweichen könnten wir auch skillen, das heißt. Ach nee, das war bei den Geistern so, ne? Naja, müssen wir. Achso, warte mal, nochmal gucken. 13 Gehirne können wir schon mal. Es ist halt schade, dass wir mit denen nichts machen können, mit den Gehirnen. Also das weiß ich noch nicht genau, warum wir so viele Gehirne kriegen, wenn wir die im Kern eigentlich nicht nutzen können. Das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. So, Falle markiert die gewählte Position. Zu Beginn der nächsten Aktion bewirkt der Werwolf bei jedem Feind auf der markierten Position 300% physischen Schaden und bewegt sich selbst auf Position 1. Angriff verbraucht keine Aktion. Der Werwolf verfehlt diesen Angriff nicht, ein Ziel pro Runde. Und hier haben wir 400 Schaden, also hier könnten wir richtig krass Schaden machen. Und was haben wir hier? Weiß nicht genau, was hier passiert. Zu Beginn seiner nächsten Aktion bewirkt der Werwolf von einem Feind, der markierten Person physischen Schaden und bewegt sich selbst auf Position 1. Das ist komplett identisch, oder nicht? Ach, ah ja, ich sehe schon. Dann gehen wir hier für noch mehr Schaden. Meine Feinde erwartet eine unschöne Überraschung. Da sagst du was, Schätzchen, da sagst du was. So. Ja, wir lassen das mal so. Das gefällt mir gut. Hier können wir leider nur Bonuspunkte vergeben. Und da sind wir noch nicht so. Ah, ich weiß es nicht. Da weiß ich jetzt gerade noch nicht so ganz genau. Also wenn wir jetzt hier noch mehr Blocken und Dings hätten. Aber dafür haben wir, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Und die Todesfee.
Todesfee, die ist Level 15, ne? Und die andere ist gerade beim Gesichtschirurgen. Also sie macht immer so ein bisschen Schaden, okay. Nur Geister, nur Geister. Sie hat tatsächlich auch nix. Ne, sie hat tatsächlich nix, was wir jetzt noch geben könnten. Sehr bedauerlich. Magischer Angriff. Macht ein bisschen mehr Schaden. Also hier könnten wir wirklich mal überlegen, ob wir da so eine Maske reinsetzen, weil sie hat ziemlich viel HP. Sie blockt nahezu 4 Angriffe. Ah Quatsch, das sind die Blocker hier. Nur ein Angriff. Aber sie hat ziemlich viel Ausweichen. Und wenn wir jetzt hier nochmal... Ich erwarte gute Ergebnisse! Ja, 40% extra, also 40% Ausweichen haben, das ist natürlich schon nicht schlecht. Sieben müssten wir. Wir sparen auf die 7. Aber wir haben auch gleich noch einen Kampf. Also wir machen einfach mal lustig weiter. Ich würde mal sagen, die folgende Zeit nutzen wir noch aus, oder? Wir müssen jetzt nicht einfach abbrechen. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt haben wir hier neue Leute hier. Schurken. So, das findest du jetzt witzig, oder was? Sag mal. Deine Mutter. Wieso fangt ihr denn an? Ihr habt einen Elfer. Ein Elferwert. What the heck? Krass, also... Hab ein warmes Ende, mein Freund. Ja, echt mal. Jetzt ist er hier dran. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem leichten Fluch an. Und die sind irgendwie fluchimmun? Ne, er ist verflucht hier, ne? Ja, okay. Man muss sie auch erstmal kennenlernen, ne? So ein bisschen wie bei den Zwergen gerade. Reißt die leeren Hüllen auseinander! Was ist denn das? Wieso ist denn der dahinter nicht mit dabei? Was ist das denn hier? Kampfhaltung, was? Kampfhaltung, Schleichen. Erhält 33 Ausweichen. Okay, krass. So, er hat noch 55. Gebufft ist hier niemand. Na, 71, da haben wir ihn mal ganz weggenudelt. Ja, passiert halt nicht. Passiert halt nicht. Geblockt, verfehlt. Jetzt ist... Oh, wow, okay. Okay, wir sollten noch einen zweiten Geist machen. Definitiv. Hat er noch seine Mega-Ausweichchance? 53%. Das ist viel. Dann würde ich... den. Ja, was war haben wir? Also jetzt habe ich das Gefühl gerade, die ziehen ein bisschen an. Ist interessant. Ist interessant. Also die Schurken sind echt interessante Dudes. Die können gut ausweichen. Die machen ordentlich Schaden. Und die haben eine interessante Initiative. Also, aber gut, was soll man sagen, ne? Absorbiert. Mein Königreich wird sich erheben. Ja, ich denke mal, du bist jetzt gleich tot. Das heißt, bei ihm brauchen wir jetzt mal nicht mehr so unbedingt was machen. Und der ist auch echt resistent, ja? Ne, er will sich nicht irgendwie... Er hat sich jetzt einen angelegt, das ist nicht schlimm. Er hat ihn, also den anderen Typen angegriffen. Okay.
was auch immer das jetzt bedeutet. Wir machen ihn jetzt platt. Crazy. Also der Geist hat gelitten, definitiv. Ein vorhersehbares Ende. Wow, ein 21er Gehirn. Und Humikron-Eintrag. Ja, da müssen wir mal gucken, was der kann. Was haben wir hier noch? Der erste Zauber, der im Gefecht gewirkt wird, kostet 0 Mana. Kann nur einmal verwendet werden. Ja, ist jetzt nice to have, war jetzt nicht so richtig cool, ne? So, das war hier in der ersten Runde, haben wir die kennengelernt. Hier waren die Zwerge. Jetzt kommen wir hier unten. Oh, sogar einen Tüffler haben wir. Haben wir jetzt hier bei dem nicht gehabt, ne? Den Boss haben wir hier nicht gesehen gehabt. Naja, gut. Jetzt haben wir hier ihn. Gucken wir doch mal, was der so kann. Also, Kampfhaltung. Bufft diese Einheit für 2 Runden. Erhält 33 Ausweichen. Das ist natürlich krass. Bewirkt bei einem zufälligen Lakaien 140 physischen Schaden. Wenn ein verbündeter Angriff verfehlt. Bewirkt beim zufälligen Lakaien 140 physischen Schaden. Okay. Physischer Angriff bewirkt 70% Schaden. Ja, die haben echt eine krasse Initiative. Physischer Angriff bewirkt 2x 35% Schaden. Okay. Deswegen haben die so oft angegriffen. Die haben keinerlei Resistenzen und Rüstungen. Das hier nimmt ja quasi den, das ist ja ein Blocken, also blockt alles und das ist dauerhaft die Resonanz, Resistenz, Entschuldigung. Die machen ordentlich Schaden, haben genug Gehirn, sind eh schon bei sowas. Okay, krass. Na, man muss ja erstmal reinkommen in die Nummer. Und ich würde mal sagen, 21er Geist, oh, puh. Die sind jetzt alle irgendwie. Ich bin völlig geflasht. Also, die sind irgendwie alle. Krass. Also, wir müssen die noch in den Wahnsinn treiben. Das ist definitiv noch so. Wir brauchen noch 20 Knochen. Machen wir einen 21er Geist? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Okay, gucken wir mal. Pass mal auf, wir machen mal einen richtig krassen Geist jetzt, oder? So. Und so. Warum habe ich so ein flaues Gefühl in meinem faulenden Magen? Das weiß niemand. So, jetzt mal hier rücken. Jetzt geben wir ihm das 21er Gehirn. Nice, oder? Wow, krasser Schissel. Okay, das heißt 6. Wir können die alle direkt upgraden. Wir machen ihn richtig hardcore. Kriegt auf jeden Fall so ein Geistertuch mit rein. Ja, das lassen wir mal mit der Maske. Ich bin noch nicht ganz sicher. Okay, krass. So, was kannst du? Links, links, rechts, rechts. Okay, machen wir das nochmal. Zurück in die Schlacht mit dir! Links, links, rechts, rechts. Falle beschwört für 2 Runden an der verhüllende Wolke. Jeder Lakaien der Wolke hält 25 Ausweichen. Dafür geht er auch ein zurück. Beschwört für 3 Runden lang. Beschwört für 2 Runden lang. Oder hält 35 Ausweichen. Ich sag mal, ich glaube mal 3 Runden ausreichen. Ist Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Hier würde der allen das machen. Hier wird das teurer. Bewirkt aber sämtliche Gegner nehmen zufällige Positionen ein und erhalten für 2 Runden eine Chance von 15% zu fliehen. Okay, oder der Angriffsschaden bleibt der gleiche. Bringen sich die Ideen ausweichern und so. Das sieht super aus. Okay, das hätten wir. Oh, ich muss mich nochmal anders hinsetzen. Es tut mir leid. Mein Kissen rutscht die ganze Zeit runter. Das ist sehr bedauerlich. 56 Punkte zu vergeben. Da, fuck. Okay, also der macht hier definitiv erstmal. Oh, da können wir natürlich nochmal gucken. Ne? Also. Ja, ist schon ordentlich. 110 ist natürlich auch eine Nummer.
Ausweichen 12. Der hat ja jetzt quasi dieses Tuch pro Blocken oder magischen Schutz des Geistes erhält dieser 5 Ausweichen. Wir müssen diese Schilde noch hochjuckeln. 2, 2, 8, 16. Machen wir auch. 3, 3. Dann könnte ich theoretisch nämlich auf 30% kommen, richtig? Ist das richtig so? 5 ausweichen. 15 da, 15 da. Sind 30%. Ja, das stimmt. Das heißt, wir haben immer noch 17 über. Wir könnten einen hier reingehen. Dann haben wir noch 5 über. Und da gehen wir auch auf Ausweichen as fuck. Krass. Okay, das heißt, wir starten mit 18% Ausweichen sowieso. Können bei den Angriffen natürlich dann immer mehr ausweichen. Ja. Okay. So viel dazu. Wir können theoretisch diese Maske erhöht deutlich die Chance einen gegnerischen Angriff. Schauen wir mal. Den nehmen wir jetzt mal rein. Das ist ja völlig crazy. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Jetzt bollert er so rum. Buschi. Der ist auch nicht schlecht, der zweite hier. Aber ist eben auch Ersatzbank quasi. Ne? Wir hatten ja hier die Ersatzbank gegründet. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich ein... wir machen mal folgendes hier, pass mal auf. Wir machen mal den hier, entlassen wir mal. Nur mal zu gucken, ob das ein Achievement gibt. Nein, gibt kein Achievement. What? Jetzt haben wir den umsonst entlassen. Nein! Ärgerlich. Ah, naja, gut. War ja nur ein Versuch. War ja nur ein kleiner Versuch. So, was haben wir denn als nächstes? links rum, rechts rum. Totgräberseelen oder Artefakte? Uiuiui. Oder was haben wir hier? Erhält Aufzeichnung vergangener Schlachten, die zum Hochleveln von Lakaien oder Iratus verwendet werden können. Geradeaus wäre natürlich jetzt auch blöd. Eigentlich, glaube ich, würde ich für das Artefakt gehen wollen. So, Lakaien erhalten bis Gefechtsende plus 6 Rüstung. Alle Lakaien erhalten bis Gefechtsende plus 10 Vitalität. Das klingt super. Schaltet einen geheimen Zerstörungszauber frei. Bewirkt bei den ersten drei Feinden 20 bis 60 magische Schattenfalter. Okay. Oh, bei den ersten drei Feinden, das sind natürlich krasse Dinger, ne? Faust der Macht, das ist eine Waffe, das ist ein Anhänger. Wir gehen für den Anhänger. Schmeiß es zum Rest. Ja, wow. Gut, aber wir machen an der Stelle tatsächlich Schluss für heute. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Das hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr bis hierher verfolgt habt, was hier passiert. Wenn ihr Bock habt, schreibt doch was Nettes in die Kommentarbox. Und wenn ihr Lust habt, können wir überlegen, ob wir hier weitermachen mit dem Let's Play. Ich muss gestehen, ich hätte Bock drauf, tatsächlich. Aber auch nur dann quasi, wenn es Leute gucken. Deswegen werde ich jetzt erstmal abwarten, wie das Let's Play bei euch anfängt. Der Save ist ja auf jeden Fall noch da. Und dann kann man halt immer noch mal überlegen, ob wir da einsteigen oder weitermachen oder wie wir das so vorhaben. Ich sag nochmal Dankeschön fürs Zugucken. Hat mich sehr gefreut. Wünsche euch einen angenehmen Tag und nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut.